Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind hier im Osterholzwald. Das ist ein Wald in der Nähe von Wuppertal und von Hahn. Der soll gerodet werden und deswegen gibt es eine Besetzung hier. Wir sehen schon die Barrikaden und die Besetzung hinter uns. Ich bin hier mit zwei BesetzerInnen und wollte einfach mal fragen, wieso ihr euch für diese Aktionsform entschieden habt. Aber ich bin gerne im Wald. Vor allem kann man grundlegender was tun. Also demonstrieren ist schön und gut. Das hat also ziemlich fast jede Aktionsform hat seine Daseinsberechtigung. Und die Möglichkeit hier eine Besetzung durchzuführen ist, die hat nicht nur einen Symbolcharakter, sondern kann auch ganz praktisch eine Rodung verhindern, zumindest mal rauszögern und setzt auf jeden Fall ein starkes Zeichen und kann einfach Ich kann ganz grundlegendere Fragen stellen. Ich meine, warum zur Hölle kann sich irgendeine Firma rausnehmen, den Wald hier zu roden, um ein bisschen günstiger Kalk abzubauen, damit sie mehr Profit scheffeln können und dabei die Lebensgrundlage von allen anderen Menschen kaputt zu machen? Also rein selbst wirtschaftlich macht das gesamtgesellschaftlich gesehen, langfristig, wenn man auch auf die Zukunft hin plant, macht das überhaupt keinen Sinn. Klar, betriebswirtschaftlich, klar, wenn einem der Wald gehört. Laut offiziellen, was ich, Eigentumsverhältnissen so, da macht das schon irgendwie Sinn, aber nur innerhalb von der Marktlogik, die einfach so, keine Ahnung, jegliche Lebensgrundlage zerstört. So. Und deswegen, keine Ahnung, ist ganz cool, hier sich mit Menschen zusammenzutun, die das ähnlich sehen, die da grundlegend was verändern wollen. Genau. Ich würde halt sagen, wir sind hauptsächlich deshalb hier im Wald, weil solange wir hier drin sind, können sie nicht roden. Und unser Ziel ist hier, den Wald zu erhalten. Und ja, deswegen ist das meiner Meinung nach, denke ich, meiner Meinung nach die geeignetste Aktionsform, um diesen Wald zu retten. Eine kleine Ergänzung dazu zur geeignetsten. Bei mir ist es so, das ist die Aktionsform, die ich für mich gewählt habe, aber ich sehe das schon als Teil von einem größeren, breiteren Widerstand. Und dazu gehören auch bürgerliche Initiativen wie, was ich, Osterholz bleibt zum Beispiel. Also auch die wesentlich BürgerInnen näher sind, die mehr Pressearbeit betreiben und versuchen, auf die lokale Bevölkerung mehr einzugehen. Ich meine, das ist eine relativ, für die meisten Menschen, das ist eine relativ extreme Art und Weise, wirklich irgendwo einzugreifen, nämlich irgendwo hinzugehen, wo man nicht sein darf und da zu bleiben und sich querzustellen. Ja, also du hast eben schon Osterholz bleibt, die Bürgerinitiative erwähnt. Nun gibt es hier auch viele AnwohnerInnen im Umfeld, die auch ein Interesse daran haben, dass der Wald erhalten bleibt. Hört ihr auch manchmal was von denen, oder? Wir sehen auch häufiger was von denen. Ja, also es ist wirklich die Unterstützung von den Nachbarn hier ist wirklich super. Die sind super lieb, die kommen, ständig kommen Leute vorbei halt, was wirklich top ist und bringen uns ganz viel Essen und andere Kram, den wir hier gut gebrauchen können. Und man merkt einfach, dass den Menschen dieser Wald total wichtig ist halt und dass sie wirklich Herzblut auch da reinstecken und das auf jeden Fall sehr, sehr stark wollen, dass dieser Wald erhalten bleibt. Und wir sind natürlich super dankbar, dass sowas wie diese Initiative Osterholz bleibt gibt halt und dass Leute sich halt wirklich vehement dafür einsetzen, ständig den Austausch mit der Politik oder auch mit den Eigentümern von Oertelshofen suchen und ja, da kritisch nachfragen und nachhaken und Aktionen organisieren. Das ist wirklich toll. Ja, nochmal ein dickes Dankeschön an den ganzen moralischen Support, das geile Essen, an den ganzen Besuch und Menschen, die es unterstützen in jeglicher Form. Ja. Ja, schön. Und was sind denn so in der nächsten Zeit eure Pläne? Also ihr habt gesagt, ihr wollt die Rodung verhindern. Wie seht ihr das jetzt in der Zukunft? Was habt ihr vor? Erstmal wollen wir halt natürlich so lange hier bleiben halt, wie es möglich ist halt. Und ja, solange wir nicht geräumt werden wir das auch machen. Oder halt natürlich, wenn entschieden wird, dass dieser Wald bestehen bleiben kann, dann verlassen wir den natürlich freiwillig. Und wir hoffen natürlich, dass sich uns Leute anschließen halt und uns unterstützen halt und dieser oder auch anderen.